meine Snowboard-Story jetzt da wo angefangen. Teenager-Girl, Artiste, die Snowboard-Stars. Wow. Ich dachte, hey, das ist mein Ziel, ich will Snowboard-Profi werden. Meine Eltern haben gefunden, jetzt macht das erst mal eine Lehre und dann schauen wir dann weiter. Sie haben mir verboten, Rennen zu fahren und ich habe gefunden, hey, wieso verbieten? Also das ist etwas vom Gescheitsten, was ich machen kann, dann mache ich sonst nichts ums. Und habe einfach dort ja, meine Grin durchgesteuert. Meine Mutter war auf der esoterischen Schiene und ja, das habe ich halt auch mitbekommen. Ich habe selber Steine aufgelegt, die mich so gesund machen sollten. Dann kam eine Schulkollegin zu mir und hat gesagt, hey, komm, ich nehme dich mit zu einem Anlass. Ich war ganz neugierig. Ich wusste, das ist etwas Christliches. Mehr habe ich nicht gewusst. Sie hat mich dorthin mitgenommen und dort kam der Aufruf, wer eine Beziehung zu Jesus starten will. Und ich habe mich so angesprochen gefühlt und gefunden, mal, ich will es. Ich bin dort vorne, habe mit mir beten. Und dort ist ja, wirklich Gott in mein Leben reingekommen. So hat die ganze Geschichte mit Gott angefangen. Auch im Sport, ja, habe ich einfach dann wirklich gesagt, hey Gott, wenn du willst, dass ich mal Erfolg habe, wenn du willst, dass es eine coole Geschichte gibt in diesem Snowboard-Sport, dann tun wir die Türen auf. Und ja, es hat wirklich geklappt. Ich bin mit grossen Erwartungen an die WM 2009 in Südkorea. Da habe ich gewusst, mein grosses Ziel ist, dort Weltmeisterin zu werden. Das ist der Tag von diesem Rennen. Ich habe mich perfekt vorbereitet. Ich bin schon im Viertelfinale ausgeschieden, durch einen Fehler von mir. Ich konnte es nicht glauben. Wieso bin ich jetzt da schon ausgeschieden? Ich bin als Favoritin ausgeschieden, ja. Ich weiß noch genau, wie ich mich an diesem Tag gefühlt habe. Ich habe gerannt. Nein, habe ich versagt. Ich konnte wirklich nicht meine Erwartungen stillen. Ich konnte nicht das abprüfen, was ich wollte. Ich habe mich, glaube ich, nie mehr so schlecht gefühlt wie dort. Ich bin gerannt ins Bett. Ich habe einfach alles Gott abgegeben. Ich habe gesagt, hey, ich mache nichts mehr. Schau jetzt hier. Am nächsten Tag habe ich wieder ein Rennen. Am nächsten Morgen Slalom. Im Slalom hatte ich vorher nie grosse Erfolge. Also dementsprechend waren meine Erwartungen auch nicht so hoch. Aber ich wusste, Gott hat es in der Hand. Dann bin ich mal die Quali gefahren, aber überhaupt nicht gewusst, ja, ist jetzt das gut oder nicht. Ich habe Quali gewonnen. Von Lauf zu Lauf konnte ich mich steigern. Am Schluss bin ich Weltmeisterin in einer Disziplin, die ich, wie gesagt, vorher nie gewonnen habe. Für mich eine riesige Überraschung und für mich ein riesiges Geschenk von Gott persönlich. Aber mich, er hat mich wirklich mit dem überrascht und hat mir einfach so auch die Enttäuschung, die ich im Vortag hatte, ja, das hat er mir einfach zurückgegeben. Er hat mich wirklich mit dem getröstet und ja, das ist mein grösster Erfolg. Dort habe ich ihn wirklich einfach stark gespürt, weil das war nicht mehr ich selber, der das gemacht hat. Dann habe ich gemerkt, das ist Gott, der dort gewirkt hat und der in meiner Schwäche so gross war. Gott ist in meinen Niederlagen, aber auch in meinen Erfolgen einfach der gleiche. Er liebt mich, er nimmt mich an. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich muss nicht Leistung bringen, dass er mich liebt. Es ist einfach so. Gott gibt mir wirklich tief in meinem Herzen den Frieden, den sich, denke ich, jeder Mensch danach sehnt. Auch nach meiner Sportkarriere ist Gott einfach noch in meinem Leben und schenkt mir ein sehr erfülltes Leben. Das Leben mit Gott lohnt sich. Der Kohli, und das ist meine Geschichte mit Gott.